warum du bei der Kampagnenerstellung und Optimierung auf Profis hören solltest und warum nicht jeder Wunsch von einem Kunden immer sinnvoll ist, das wirst du heute erfahren. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Video. Mein Name ist Nico. Ich habe heute wieder den Saad mitgebracht. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, was natürlich in erster Linie unsere Kunden betrifft, aber irgendwo für dich auch eine Message sein soll. Und zwar geht es darum, ja, unsere Kunden haben Optimierungswünsche oder Änderungswünsche an der Kampagne und die sind aber nicht immer sinnvoll. So heißt natürlich nicht, dass wir die immer 100% abschmettern, darum geht es nicht. Aber wir werden dir heute mal erklären, warum es einfach sinnvoll ist, darauf Profis zu hören und wie man das Ganze im Idealfall macht. Damit startet aber mein Kollege. Letztendlich ist es ja halt Fakt, dass du für deine Dienstleistung der Experte bist. Ja? Also wenn ich von uns spreche, dann reden wir immer von vielen Referenzen, die wir haben. Alles, was irgendwo schon mal läuft, sollte irgendwo schon mal getestet worden sein von dir als Unternehmer. Das heißt, dein Produkt oder deine Dienstleistung sollte nicht dem Zufall überlassen sein. Das heißt, du musst eigentlich wissen, was läuft. Und genau das ist der Punkt, wenn ein Kunde zu dir kommt und er hat eine Vision des Ganzen, ja, eine Idee, dann heißt das nicht, dass das gleich gut ist. Ja, das heißt nicht, dass das approved ist, dass das irgendwo getestet wurde. Er hat keine Fallzahlen, er hat keine Kampagnen in der Vergangenheit, die irgendwo schon mal online waren, die aktiv waren, wo Werte rausgezogen werden. Und wir sagen immer, dass der Experte, also in diesem Fall jetzt wir bei uns selber, sagen, wir müssen dem Kunden jetzt eigentlich ja aufzeigen, dass er vielleicht Unrecht hat damit, dass er sich selber gegen die Wand fahren kann. Es gibt immer wieder Beispiele, wo viele unserer Kunden tatsächlich auf ihre Meinung ja, beharren und sagen, das muss so sein und nicht anders. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon mal den Fehler gemacht, muss ich auch ehrlich zugeben, dass wir sagen, ja, okay, der Kunde ist König und dieser Wunsch wird so ausgeführt. Und ich muss sagen, eigentlich in 90% der Fälle geht das schief. Ja? Eine Kampagne komplett nach einer Idee zu erstellen, kann in der Regel nur schief gehen. Du brauchst wirklich Erfahrungswerte, du brauchst Testwerte, du brauchst irgendwelche Learnings, die du vielleicht in anderen Regionen schon mal hattest. Eine Aktion zum Beispiel, die vielleicht schon 10-mal so funktioniert hat, dass du ihm sagen kannst, hey, so und so muss das sein und nicht so und so. Sei der Experte und beweise dem Kunden, warum du der Experte bist. Ja? Zeige ihm Referenzen auf, Beispiele, nenne Fallbeispiele sozusagen. Und dann wird er dir auch glauben. Also nicht jeder Kundenwunsch muss erfüllt werden, aber du musst ihm das auch vernünftig begründen können. Ja, extrem wichtiges Thema. Also, was ich dir auf jeden Fall noch mitgeben möchte, und das ist so, dass das Grundmindset, was du im Marketing halt haben musst, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Und zwar, jeden Auftrag, den du heute machst, den führst du ja nicht zurück auf Marketing, was du gestern getan hast, sondern vielleicht vor 2, 3 Monaten, je nach Unternehmensgröße, wenn du kleiner bist, sind diese Zyklen noch mal kleiner. Wenn du halt größer bist, dann werden die Zyklen immer größer. So, und das heißt im Umkehrschluss nichts anderes als, wenn du jetzt etwas in deiner Kampagne änderst, dann weißt du vielleicht erst in 2, 3 Monaten, ob diese Änderung gut oder schlecht war. So, und das kannst du natürlich selber herausfinden. Das würde dich je nach Tagesbudget, zum Beispiel bei Facebook, wird sich ein bisschen Geld kosten. Aber vor allem auch Zeit natürlich, Erkenntnis, die du in der Zeit verlierst. Du kannst es aber eben auch so machen, wenn jetzt unsere Kunden uns eine Frage stellen und sagen, hey, pass auf, ich habe eine richtig coole Idee. Was haltet ihr davon? Dann sagen wir jedem Kunden auch ganz ehrlich, pass auf, die Idee ist cool. Die kann dir vielleicht sogar in den nächsten 1, 2 Wochen mehr Anfragen bringen. Langfristig wirst du damit aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gegen die Wand fahren. Und dann machen wir es auch nicht. Also es ist auch völlig klar. Weil letzten Endes, wie gesagt, Marketing muss man immer ein bisschen langfristiger betrachten. Das ist, denke ich, klar. Und da wir alle keine Kristallkugel haben, in die wir gucken können und wissen, was in 2, 3 Monaten ist, macht es halt Sinn, Profis wie die A&M zu fragen, die das Ganze schon 10-mal gemacht haben, in einem bestimmten Beispiel. Was ich auch gerne unseren Kunden noch mitgebe, als ja, einfach als kleines Bild, damit es vielleicht für manche ein bisschen nachvollziehbarer ist, weil ich sage mal, das Problem oder Herausforderung bei so Online-Kampagnen ist, dass es halt von der Plattform selber, von Facebook, von Snapchat, was auch immer, es wird dem Nutzer ja wirklich schon sehr einfach gemacht, selber Anzeigen zu schalten. Ja, das heißt, viele wollen halt, dass jedem möglich gemacht wird, selber Anzeigen zu schalten. Und deswegen hat man auch schnell das Gefühl, dass man das selber kann. So, und deswegen ist es halt so, was ich immer vielen Kunden als Bild mitgebe, der Kunde kann ja auch sagen, hey, pass auf, du baust jetzt bei ihm zum Beispiel ein Terrassendach auf, ja, mit 4 Schrauben, sagt der Kunde, Mensch, das hält auch mit 4 Schrauben, warum müssen da jetzt 16 rein? Warum muss da jetzt eine Querbalken hin? Das steht auch schon. Das muss ich noch mehr bezahlen, obwohl ich genau das gleiche Ergebnis habe. So, aber du als Fachhändler mit deiner Erfahrung weißt, okay, von mir aus, wenn der nächste Sturm aufzieht oder der nächste Regen, dann ist das Ding kaputt mit 4 Schrauben. So.
Und das ist genau der gleiche Punkt, den es auch mit Facebook-Kampagnen gibt. Also wenn du vor solchen Gedanken mal stehst oder wenn du auch generell jetzt mal in so einer Situation bist, verlass dich einfach ein bisschen auf Erfahrung, verlass dich auf Profis. Genau das tun die Kunden bei dir auch. Und dann wirst du sehen, zahlt sich das Ganze am Ende des Tages auch aus. Hast du dazu noch was zu ergänzen? Ja, eigentlich wieder nur ein Fallbeispiel nennen, also aus unserer Erfahrung und was vielen halt nicht bewusst ist, was ein einzelner Satz ändern kann. Also ich habe ein aktuelles Beispiel, wo es wirklich dieselbe Kampagne, ja, 1:1 mit je, glaube ich, 400 Euro Budget gegeneinander getestet wurde. Ja. Und es ging um nur eine Fragestellung, also nur eine Frage mehr bei der beim Kundenwunsch. Also er wollte eine Frage mehr in der Online-Abfrage haben. Ja. Und wir haben beides parallel laufen lassen, 400. Und bei dem anderen waren, also bei unserem waren 20 Anfragen drin und bei ihm 2. Und da muss man sich einfach mal bewusst werden, wie viel Geld du rausschmeißen kannst, wie du mit so einer Kleinigkeit ändern kannst. Und hier war es ja auch der Fall, das Beispiel, dass ich dem Kunden gewarnt habe. Aber ich muss sagen, überraschend, selbst für mich waren die Auswirkungen ziemlich enorm. Aber wir haben es ihnen halt statistisch bewiesen können, was das ändern kann. Also sei dir auch bewusst, wenn du Profis hast, dass du denen auch vertraust. Weil ich meine, wie viel Werbebudget geben wir im Monat aus? Wir sind, glaube ich, bei 4-5 Millionen jeden Monat. Und wir reden hier nicht von 20-30 Euro pro Tag, sondern wirklich Hunderttausenden. Und das ist halt wichtig, dass man die ganzen Learnings akzeptiert und dann auch umsetzt. Ja, gutes Schlusswort, würde ich sagen. Dann bleibt nicht mehr viel zu ergänzen. Ich würde sagen, abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, aktiviere die Glocke, wenn das nicht schon passiert ist und gib uns gerne einen Daumen nach oben, wenn du zu Fragen hast. Kommentiere das Video auf jeden Fall. Wir gehen da sehr gerne drauf ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Viel Spaß und tschüss.